Moin Leute, wir gehen wieder rein in eine Runde Foundation. So, ich habe gesehen, ich weiß gar nicht, ob ein Update kam, aber irgendwie gibt es die Standardansicht hier nicht mehr. Na, also klar, wir können jetzt die Fruchtbarkeit anzeigen lassen, aber wir haben jetzt hier anscheinend nur noch die Ansicht für unerwünscht. Und Verschönerung, ne? Wo wir sehen können, wo was verschönert wurde. Und was mir aufgefallen ist, die Notiz habe ich gerade leider schon weggeklickt, dass wir jetzt hier auch angezeigt kriegen, anscheinend, ne, wo Häuser mit mittlerer Wohnqualität anscheinend doch noch ein bisschen mehr Bedürfnisse brauchen. Und wir sind eine Stufe beim Klerus endlich aufgestiegen, dass wir jetzt auch angesehen sind, so. Oh, sogar vorbildlich direkt. Und dann gucken wir doch mal direkt, weil dann haben wir nämlich hier auch endlich die Geschichten. Wir können die Bienenzucht machen. Steinkirche. Einfacher Kreuzgang. Okay. Klosterküche. Aus Kräuter und Wasser. Das ist ja noch relativ easy, ne? Würde ich erstmal auf die Klosterküche gehen. Und dann müssen wir gucken, dass wir weitere Punkte kriegen. Der hier hat gerade nichts zu tun. Oder doch? Doch, er hat was zu tun, okay. So, weil wir auch noch hier unsere zwei Aufgaben haben, aber das wollten wir eigentlich erst beim neuen Kloster machen, weil wir hier kein Hospiz und so hinkriegen, ne? Das ist gerade alles ein bisschen schlecht. Wir müssen unbedingt hier rüber siedeln. Spiele halt mit dem Gedanken, dass wir hier einfach hingehen und. Okay. Ah, okay. Denkmäler. Das ist auch jetzt irgendwie anders sortiert. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ein Update kam. Aber da scheint sich nochmal ein bisschen was getan zu haben. Das ist ja schon mal gut. Setzen wir hier noch einen Holzfäller hin. Dass wir hier nochmal ein bisschen Geschwindigkeit reinkriegen, was das Ganze angeht. Aber wir sollten hier dann jetzt auch, glaube ich, den Markt hinsetzen. Da haben wir einen Marktstand, da haben wir einen Marktstand. Dann würde ich den jetzt hier so ziemlich zentral hinmachen. Dass wir hier rundherum vernünftig siedeln können. Ja, Moment, ich mach mal einmal kurz auf Pause, dass wir den eben setzen können. So, da müssen wir uns nämlich noch überlegen, was wir hier hinten für Lebensmittel verkaufen. Da bin ich mir gerade noch nicht so ganz so sicher. Und da wir hinten aber, glaube ich, sehr viele Leute brauchen, die gerne schon ein bisschen höheres Gemüt haben. Würde ich jetzt erstmal gucken, dass wir hier das so machen. Dass wir hier direkt den Markt ein bisschen größer einplanen. So. Dann kann der auch erstmal gebaut werden. Dann gucken wir mal, Verwalter des Bischofs möchte etwas. Haben wir alles ready? Geht raus. Da haben wir schon mal wieder 5 Punkte, ne? Aber was macht er denn gerade? Ach, er konnte noch ein Mineralvorkommen, okay. So, aber da sollten wir vielleicht noch mal gucken. Okay, Soldaten waren siegreich, sehr schön. Dann sollten wir vielleicht noch mal gucken, dass wir die Gebiete hier wirklich ein bisschen verschönern, ne?
Man sieht auch direkt, in welchem Bereich der Kram zählt, okay. Okay, da stand gerade, wo wir für die Mission gekriegt haben. Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Das Holzfällerlager da hinten ist fertig. Schicken wir da direkt nochmal ein paar Leute rein. Diese Wegweiser scheinen ja hier in Anführungszeichen. Ach, guck mal. Das stackt sich, oder wie? Das scheint sich zu stacken. Ah, und dann bauen sich die Häuser auch direkt aus, oder wie? Okay, aber jetzt kriegen wir es bei den Häusern auch nicht mehr angezeigt. Waren das hier unten die einzigen, die das benötigt haben? Was, ein Wohnhaus verschlechtert sich? Wieso verschlechtert sich das denn? Weil wir da eine Dings hingesetzt haben? Kann ja nicht. Ich check es gerade nicht. Warten wir mal ab. Ja, Fisch für Stein ist immer gut. Und wie gesagt, hier wollte ich mal einmal testen, ne, ob das Sinn macht. Wenn wir hier zentral irgendwie so ein Gebäude hinsetzen, das halt irgendwie gefühlt alles einsammelt, ne? Kaufen wir den Kram hier nochmal dazu. Das sind alles voll die komischen Gebiete hier, so voll die kleinen Stücke, ne? Würde ich das hier so abbauen lassen, ne? Wollen die mal ein bisschen Gas geben. Theoretisch könnten wir hier auch noch ein Holzfällerlager mit hinsetzen, übergangsweise. Und dass die hier unten dann auch ein bisschen Gas geben. Möchten wir hier oben auf jeden Fall auch noch mal eine Bauhütte über kurz oder lang. Weil wir dann doch hier in der Gegend, glaube ich, ein bisschen mehr bauen werden. Ein Steinbruch ist nicht verkehrt, ne? Also ich würde mir jetzt aber, ne, also das verstehe ich jetzt nicht, weil, ja, unerwünschte Nachbarschaft, Verschönerung. Muss ich mir das dann jetzt so einblenden lassen, wenn ich die Zone fürs Wohngebiet setzen möchte?
Okay, ein Quarzvorkommen. Weil das finde ich mit der Ansicht einen kleinen Rückschritt, wenn ich ehrlich bin. Das fand ich vorher ein bisschen leichter und schöner. Also, da haben wir Quarz, wir haben Marmor, wir haben Gold. Das ist ja schon mal alles schick. Hier haben wir noch zwei Eisendinger. Das heißt, da sollten wir das Ganze ein bisschen hinkriegen. Ich muss noch mal eben kurz gucken. Und Audio können wir, glaube ich, noch mal ein bisschen höher drehen, weil irgendwie mit dem neuen Headset ist alles ein bisschen leiser gefühlt. Dass wir auch ein bisschen Atmosphäre hier reinkriegen, ne? Wir wollen schön entspannt. Hat jetzt die ganze Zeit noch ein bisschen Counter-Strike gezockt und so. Also müssen wir hier ein bisschen entspannter rangehen, ne? Entschuldigung. Ja, irgendwie noch ein bisschen angeschlagen anscheinend. Ja, aber ist das eine falsche Anzeige? Warum verschlechtern sich denn jetzt die ganzen Wohngebäude? Kann mir das einer erklären? Oder ziehen die Bürgerlichen jetzt alle in Gebiete, wo es halt schöner ist? So, das gibt doch schöne Ressourcen, das ist gut. Okay, ich wollte mal sagen, die Auslastung da ist ziemlich hoch. Ihr habt da einen Brunnen, okay. So, wir könnten auch noch mal gucken, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die hier mit dem Bärenbräu nicht richtig hinterherkommen, ne? Wohl hier in der Ecke haben die sich jetzt alle ausgebaut, okay. Sind da die, die hier vorne irgendwo drin wohnen, oder was? Bergarbeiter, Sammler. Gemeiner und gemeiner, okay, ja stimmt, hatten wir mal Sammler aufgelevelt. Ich check noch nicht, warum die sich verschlechtern, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir da Dekoration hinbauen. Aber die hier scheinen sich ja jetzt irgendwie verbessert zu haben. Ob die dann dementsprechend passend umziehen, ich weiß es nicht. Es gibt ja, glaube ich, so eine Logik da drin, dass die dann passend hin und her ziehen. Irgendwie kommt der Fisch hier unten nicht raus, ne? Ich würde hier tatsächlich noch mal einen Speicher bauen. Dafür kriegen wir Bier, ne? Sollen wir das abgeben? Ich glaube, das geben wir besser nicht ab. Das Bier kann warten. Es tut mir echt leid, aber ja, Markt nehmen wir an. Sollte hoffentlich passen. Kloß im Hals. So. Ich hätte gerne mal so eine Gesamtübersicht, wie viele Leute wo in die Kirche gehen. Beziehungsweise ob die Kirchen ausreichend sind, aber hier hinten brauchen wir ja keine Kirche bauen. Hier kommt ja dann ein Kloster hin, aber ich weiß auch nicht, warum die sich hier nicht schon niederlassen, aber es ist anscheinend nicht schick genug, ne? Genau, jetzt brauchen wir hier aber dann ja auch wieder einen Speicher.
sind denn hier die nächsten Speicher, wo der sich bedienen könnte? Setzen wir den mal hier hin. Und rein theoretisch können wir uns hier auch schon mal ein paar Lagerhäuser hinsetzen. Wird einfach mal direkt zwei hier hin machen. So. Na, weil theoretisch müsste doch jetzt hier schon. Er zählt ein Marktplatz nicht mehr als Verschönerung. Oder ist jetzt, sag ich mal, alles egal, außer der Kram. Brunnen könnten wir hier in der Ecke auch mal gebrauchen, haben wir auch noch nicht. Einen dahin, einen dahin. Oder zählt die Verschönerung erst, weil, nee. Also das ist keine Verschönerung mehr. Das heißt also, die Wohngebiete werden jetzt nur noch von unerwünschter Nachbarschaft beeinflusst, wenn ich das richtig sehe, ja? Und es strahlt anscheinend auch nicht mehr so krass rüber und Verschönerung ist jetzt anscheinend ein eigenes Ding. Und kein Zugang zu Nahrung, okay. Unser Fleisch geht rapide runter. Brauchen noch mehr Jäger. Können wir nicht hier unten noch Jagdhütten dran setzen? Ja, ne? Oder zählt das dann als Überjagd das Gebiet? Nee, ne? Und hier ist ja jetzt, glaube ich, nicht mehr so eine hohe Konzentration an Wildschweinen, aber ich würde mal hier einfach noch zwei ransetzen, ne? Erfreute Besucher, okay. So, dann lasst uns mal schauen. Wir haben irgendwo hier doch... Die drei Holzfäller hätte ich gerne. Der Marktplatz muss ich füllen. Speicher, Speicher. Okay, jetzt ist die Frage, welcher Speicher war das? Der hier, okay. Also hier würde ich jetzt einfach wirklich sagen, Fisch. Fisch. Fleisch. Fleisch. Da lagern wir ja noch die Wildschweine ein, das ist okay. So, wir gucken mal, ob uns das hier irgendwas bringt, damit die hier regelmäßig geleert werden. Beziehungsweise dann hier vielleicht auch das ganze Fleisch ein bisschen besser verteilt wird, ne? So, wir müssen trotzdem noch überlegen, was wir hinten anbieten wollen. Wovon haben wir denn viel? Wir haben viele Beeren. Na, hallo. So. Wir haben viel Brot. Ja, und dann hört es auch schon fast auf, ne? Ein Kräuter ist Luxus. Ja,
und Fleisch. Wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie, wenn das hier weggerodet ist, hier unten glaube ich noch ein Gebiet machen, wo wir uns einfach noch ein bisschen Fleisch ranholen. So, hier kommt dann der Kram rein, plus der Kram auf jeden Fall. Bretter, Holz, behauener Stein und Stein. So, ein Kaufmann. Ne, Holz haben wir im Moment nicht so viel. Moment, der hier war ja auch wieder frei, ne? Klerus, wir brauchen Punkte beim Klerus. Honig, so, das heißt, dann können wir jetzt schon fast hingehen und das Riesenkloster planen. Und das würden wir dann irgendwie hier so reinsetzen. Und dann schauen wir gleich mal, wie wir das hinkriegen. Und haben wir jetzt hier, hier sind 6, okay. Beeren kommen hier so langsam an. Hier oben können wir auch nochmal Beeren sammeln. Ich vergesse dann immer Shift zu drücken, damit wir direkt 2 bauen können, aber okay. Das heißt, wir machen hier auf jeden Fall Beeren, Brot und Fleisch. Brot, Fleisch. Hier kommen die 2 Waren hin und hier kommen die Kräuter hin. So, dann können wir hingehen. Wir können die 3 Jäger an den Dings kriegen und das so machen. Gucken wir mal, hier bauen sich schon die ersten Leute hin. Zählt nicht als Verschönerung, ne? Das ist echt katastrophal, aber okay. Früher hat der Brunnen ja wenigstens Attraktivität gegeben, das scheint aber jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Eine Mechanik, die auf jeden Fall das Ganze nochmal wieder ein bisschen schwieriger macht, glaube ich. Aber wir schauen mal. So. Was sagt hier oben das Gebiet? Okay, von wo kommen die denn angelaufen, die Sammler? Von da? Okay. Na ja, gut, dann haben wir da hinten halt nochmal irgendwie so ein Sammelding, was extra angelaufen wird, ne? Scheint sind die Sammler hier oben fleißiger als da unten. Woran auch immer das liegen mag. Aber irgendwie ist doch hier Brot. Warum hängt denn unser Brot so? Kommen wir mit der Mehlproduktion nicht hinterher? Doch, Mehl und so haben die doch alles genug. Wird da unten sogar eingelagert. Oder haben wir immer noch nicht genug Weizen? Aber kann ja nicht, oder? Das kann ja fast nicht. Also wenn die Bauernhof-Armada hier nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr.
Wie gesagt, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass wir halt noch einen Bäcker machen. So. So, dass wir erstmal überall einen drin haben. Die Baumeister füllen wir einmal auf. Die Gunst holen wir uns auch nochmal, auch wenn uns das gerade mit dem Brot ein bisschen wehtut, aber. Okay, jetzt wurde das nicht vorhin runtergestuft. Ja, ich weiß auch nicht. Müsst ihr wissen, was ihr da macht, ne? Wie ihr wohnen wollt. So. Hier hinten kommt natürlich erstmal noch nicht so viel an, anscheinend. Wir können ja aber hier schon mal uns ein Jagdgebiet einzeichnen. Oh, ja. Man weiß aber gar nicht, wie weit die Jäger da reinrennen, wenn ich ehrlich bin, ne? So. Und dann würde ich jetzt einfach sagen, dass wir hier auch noch mal ein paar Jagdhütten hinpflanzen. Eins, zwei, drei. Na, vier, fünf und sechs. Dann haben wir da noch mal sechs Jagdhütten und dann können wir hingehen und hier einfach noch mal eine Fleischerei mit hinsetzen. Gucken, ob wir das vielleicht nachher um eine zweite erweitern. Na, Bilanz sieht im Moment nicht so pralle aus, muss man einfach so sagen. So, wir brauchen zwei Gemeiner. Machen wir nämlich hier erstmal einen Bäcker voll. Und dann würde ich erstmal den Kram hier voll machen. So, und dann sollten wir, glaube ich, nochmal unsere Soldaten losschicken, würde ich behaupten. Weil die futtern uns ja sonst nur. Ah, ist jetzt gerade verschwunden, ja. 1, 2, 3, 4, 5 sollten dafür reichen. Einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achso, 9 Missionen. Truppen bereit machen. Oh, das sind ja nicht mehr so viele. Wäre schon maximal. Oh, nee, da würde ich aber gerne mehr schicken. Das ist mir sozusagen auf einen und dann maximal, das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Aber da kam ja gerade noch mal, genau, da kam noch eine einfache dazu. Nehmen wir die einfache.
Jetzt schon gerne mal einen kleinen Überschuss, ne? Ich weiß halt nicht, ob das Verletzungsrisiko minimiert oder wie auch immer. Aber lieber auf Nummer sicher gehen. So, Jäger. Sammler, Sammler. Träger. So füllt sich der ganze Kram doch langsam wieder. Das ist doch sehr gut. Hier wird nach und nach ausgebaut. Auch sehr gut. Vielleicht sollten wir noch mal gucken, dass wir dann noch ein bisschen mehr Deko irgendwo hinsetzen. Die geben mit 4 schon so mit am meisten, ne? Und die Leute sich hier schön überall so ein bisschen hinsetzen und ausruhen können, ne? Kann ja nicht schaden. Achso, hier gibt es jetzt nur noch einen. Hä? Habe ich jetzt die falsche genommen? Oh ja, ich habe die Rustikale genommen. Eigentlich wollte ich die einfache nehmen, aber egal. Moment. Oh, dann können wir einfach noch ein paar Schilder aufstellen, glaube ich. Ein paar schöne Wegweiser. Das ist erstmal alles nicht so teuer und gibt erstmal überall so ein bisschen, ne? Überall so ein bisschen was an Punkten. Und finde ich, gibt dem Ganzen hier auch so ein bisschen mehr Leer vom Gewusel her. Es scheint sich auf jeden Fall irgendwie gefühlt zu stacken, weil die Bereiche sich auf jeden Fall gut vergrößern, wenn sie sich überschneiden. So. Dann haben wir hier nochmal 3 neue Leute, dann jetzt schon wieder 8. Das heißt, dann können wir jetzt hier nochmal alles ein bisschen vollballern. Dann gucken wir mal, dann will ich das Wohngebiet sogar hier noch
hier noch so ein bisschen erweitern. Was hatten wir denn hier? Hier hatten wir auf der, Rückseite noch irgendwas. War hier gar nichts dran. Na, das war da das Steinvorkommen. Moment. Was ist das? Das ist das da hinten. Das ist auch da hinten. Das ist auch da hinten. Das ist irgendwo komplett anders. Ne, dann war da vorne nichts mehr. Oh ja, wir haben ordentlich Klerus-Punkte. Oh, hier können wir sogar noch zwei setzen, ne? Und haben wir denn? Das ist Arbeiterschaft Königreich. Machen wir das so. Und hier weniger Unterhalt. Dann sollten wir hoffentlich. Wo bin ich denn jetzt hier? Soldaten ausrüsten, ja, wieso? Okay, ja, haben wir doch. Also eigentlich, wenn wir den Astrologen nicht anklicken, wird dann kein Unwetter kommen. Boah, kacke, so ein Unwetter kommt jetzt echt ungelegen, glaube ich. Oh, Moment, ich... Er sollte denen natürlich auch hier die Abbaugebiete geben, ne? Macht Sinn. Macht Sinn. Weil wahrscheinlich laufen die gerade hier hin und die laufen deswegen dahin, kann das? So, aber Holzen tun die ganz gut im Moment, das... Ist doch ganz okay. Wir schlagen uns hier so langsam die Schneise immer weiter rein. Hier haben sie auch so ziemlich alles weggeholzt. Und der hier produziert uns Fleisch. Das heißt, hier kommt jetzt auch Fleisch mit an. Jetzt nirgendwo so ein Überschwall an Wildschweinen, ne? Nee. Aber wir haben zumindest überall etwas an Fleisch. Das ist schon mal gut. So, was sagt jetzt hier unser... Unser Weizen. Das Mehl ist... Überall verfügbar. Sogar ein bisschen eingelagert. Okay, und das Brot geht hoch. Wobei es aber dort aus den Lägern nicht, oder aus den Bäckereien nicht gut abgeholt wird, ne? Da ist voll. Da ist nicht voll, aber die Bäcker sind komplett voll. Warum laufen die das nicht holen? Ist das zu weit? Ist das zu weit? Nee, oder?
Deswegen war ja die Überlegung, dass die sich das irgendwo aus einem Lager rausholen, ne? Guck mal, der lagert hier zum Beispiel auch gar nichts, ne? Obwohl hier genug Fisch vorrätig wäre, den er sich holen könnte, ne? Okay, er holt das und das geht direkt wieder raus. Alles klar. Okay, die sind jetzt ziemlich leer gehauen. Okay, und der holt jetzt hier hinten für das Lager. Ja, perfekt. Dann läuft das doch. Dann holen die das doch hier auch hin. Und dann sieht das Ganze doch gar nicht so verkehrt aus. Aber zeitlich sind wir, glaube ich, wieder am Ende. Wir haben den neuen Dorfbereich in Angriff genommen, ne? Die Erweiterung sozusagen. Wir haben jetzt erstmal fleischtechnisch hoffentlich alles ein bisschen stabiler. Es geht auf jeden Fall gut nach oben. Das sollte dann hoffentlich funktionieren. Wir haben so langsam immer mehr und mehr Einfluss beim Klerus. So, dass wir da auch jetzt ein vernünftiges Kloster in Angriff nehmen können, ne? Also es läuft, wir sind wieder auf dem Weg, glaube ich. Und das sogar auf einem guten. Verteilen wir die hier nochmal eben schnell. Träger, Träger, Träger. Okay, dann haben wir auch fast wieder alles jobmäßig besetzt. Das ist auch sehr gut. Wir haben ein paar kleine Verschönerungen vorgenommen. Müssen dann als nächstes wieder gucken halt. Dass wir den Kram noch umsiedeln. Hier sieht es auf jeden Fall sehr gut aus vom Jagdgebiet her, würde ich sagen, von der Population. Und dann gucken wir mal, dass die Holzfäller hier noch weiter fleißig wegholzen, ne? Und dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes Marmor und Gold, oder? Marmor, Gold und Kloster. Dass wir das Kloster auch schick machen können. Okay, das Unwetter kommt. Dann machen wir hier Ende. Und die nächste Folge startet im Unwetter, ne? Wenn ihr Spaß habt, genauso wie ich, lasst gerne ein Like da, würde mich sehr freuen. Ne? Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr ja Abo drücken, wenn ihr noch nicht habt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.